Was soll das heißen? Ich brauche eine Lizenz. Ich habe eine Lizenz. Hat mich ein Arsch voll Kohle gekostet, die Lizenz. Ihre Lizenz ist abgelaufen. Sie werden sie verlängern müssen. Der Aufforderung ist binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Verpiss dich, der Aufforderung ist binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Das ergibt absolut keinen Sinn. Wenn sie der Aufforderung nicht nachkommen, werden sie inhaftiert und ihr Imbisswagen beschlagnahmt. Wenn du Karl auch nur anfasst, schneide ich dir die Eier ab und mach Schaschlik draus. Drohungen sind kontraproduktiv und strafbar. Sie haben vier... Wie fühlt sich das an, für ein scheiß Fascho-Regime zu arbeiten und dauernd auf der arbeitenden Bevölkerung rumzutrampeln? Ganz gut, finde ich. Krankenversicherung vom Feinsten, keine Überstunden und die Bezahlung ist anständig. 24 Stunden. Hey! Hey, wo steckst du? Komm gerade aus der Therapiesitzung, bin unterwegs zum Labor. Was gibt es? Ah, ein Haufen. Wäre ich ein schlechter Freund, wenn ich dich bäte, bei dieser Verrückten mit dem leckeren Essen vorbeizuschauen? Nelas Imbiss? Sicher. Ganz schön faul. Nicht schlecht. Was? Kein schlechter Freund, fauler Freund. Was möchtest du denn? Such mir was aus. Nichts... Exotisches, jawohl, Sir. Bin schon unterwegs zu Nela. In 15 Minuten in deinem Büro? Danke, du bist die Beste. Bin ich, bis gleich dann. Gebratener Käse, Käsesuppe, Würstchen. Bester Smatschak in ganz Pro passt. Nela Beitz, ich beiße nicht. Nela, Straßenköchin, Marxistin, Temperamentbündel und meine Freundin. Ich liebe Freiheit sie, und Futter fürs Volk. Nela hat ihrer mobilen Küche einen Spitznamen gegeben. Nieder mit dem Fascho-Unterdrückern. Ganz genau, du Assi. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Hast du das gesehen? Ich sollte mich da nicht einmischen. Ich habe genug auf dem Zettel und bin spät dran. Und ich stecke schon bis zum Hals in der Uminska-Kampagne. Noch mehr politisches Drama brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich politisches Drama überhaupt nicht. Eine Frechheit, dass die vom Ei Nela Ärger machen. Sie verkauft was zu essen, sie tut doch nichts Illegales. Oder? Ich meine, klar, sie ist politisch engagiert, aber Marxistin zu sein, ist doch nicht verboten. Was sollte das denn jetzt? Diese Eiersche erfinden irgendeinen Scheiß, um jeden zu nerven, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Oh Mann, ey. Jetzt kann ich einen ganzen Nachmittag verplempern, um beim Bezirksamt Schlange zu stehen für eine Lizenz, die ich nicht brauche, verdammt. Im Übrigen ist das bloß die Spitze des Müllbergs. Sie schränken den Transit zwischen den Bezirken ein, verstärken die Sicherheit in allen Metrostations und Häfen. Jeder, der lokale Grenzen überschreitet, muss Formulare ausfüllen. Ich meine, was soll der Scheiß? Ich wusste ja, das Parlament klüngelt mit dem Syndikat, aber das jetzt ist echt Schungumann. Die haben was vor. Sicher werden sie als nächstes Revolutionäre jagen und festnehmen. Dann wäre ich am Arsch, Mann. Ich bin sicher, du... Im Bezirk Berlin sollen sie letzte Woche alle von der europäischen Freiheit festgenommen haben. Unter Terrorismusverdacht. Terrorismus! Weil sie ihre Meinung geäußert haben. Na gut, paar Wölkchen Biograffiti haben sie gesprüht. Aber ich kenne die Leutchen, die sind harmlos. Das war bloß ein Aufruf zum Handeln. Ist das jetzt schon Terrorismus, verflucht nochmal? Gruselig. Gruselig. Genau das ist es. Und eure Kandidatin wird auch nichts besser machen können. Vielleicht nicht. Aber die Uminska wird auch nichts schlimmer machen. Im Gegensatz zu Konstantin Wolf. Kaiser Konstantin, Puta. Wenn das Schwein die Wahl gewinnt, gehe ich nach Paris. Da lassen die dich doch gar nicht rein. Dann in einen der Stadtstaaten von Nordamerika, Newport. Die bescheuerte Republik Los Angeles. Scheiße, meinetwegen sogar Bostonia. Alles, bloß nicht Kaisers Europa. Deshalb ist Lea Uminska die beste Wahl. Niemand will die Marxistin im Parlament, Nela. Meine Kandidatin hat wenigstens eine Chance. Und sie ist Sozialistin. Gemäßigt ist sie, Zoe, gemäßigt. Was soll das bringen? Mäßigung ist nur ein anderes Wort für Kompromiss. Na egal, was darf es denn sein? Wie jetzt? Zu futtern, Soso, für dein Chorbo. Hör mal, ich habe einen neuen Lieferanten für Schweinswürstchen. Vom Kollektiv unten auf der Kaprowa. Biofleisch, kein Laborschlunz. Keine Ahnung, wie sie es machen. Connections nach oben, reichlich Leute geschmiert. Aber legal sind sie, glaube ich. T,
Die Schweinswürstchen klingen total lecker. Bin nicht sicher, ob Reza das auch so sieht, aber er dürfte sich gern mehr trauen, wenn es ums Essen geht. Schweinswürstchen klingen köstlich, aber beim Essen geht Reza lieber auf Nummer sicher. Da ist er durch und durch Europolit. Biofleisch geht gar nicht. Ich arbeite dran, aber das dauert. Ich werde wohl die Käsesuppe nehmen. Mal wieder. Dobry, kommt sofort. Mach doch mit beim Protestmarsch heute Nachmittag. Wir marschieren zum Bezirksamt. Kann nicht, sorry. Ada würde mir ja freigeben, aber das Projekt ist gerade echt in einer kritischen Phase. Schlaues Mädchen. Wir kassieren sicher Prügel von der Bullerei und werden eingebuchtet. Typischer Montag in Propast. Bitte sehr. Danke, Nela. Wenn du es dir anders überlegst, wir ziehen gegen Mittag los. Die Schweine sollen wissen, dass wir die Wächter überwachen. Smatschak. Freiheit und Futter fürs Volk. Lust auf eine Schüssel knusprige Kakerlaken? Frisch vom Grill, ne? Diese sprechenden Apfeleimer machen mir ein bisschen Angst. Schauen Sie jederzeit rein. Welchen zwielichtigen Namen dienen Sie? Spezialität des Tages? Abbott's Gold mit italienischer Salsiccia und Mango-Chutney auf Schokopan. Yeeha! Greenboy ist hier, damit du dich in Propast zurechtfindest. Ich bin hier, um dir eine Wegbeschreibung zu geben, Hübsche. Sag mir einfach, wo du heute hin willst. Rizas Büro liegt unten am Pristavice, dem... Sag mir bitte den Pristavice. Das Pamatnik-Kollaps? Du planst einen Ausflug zum Fluss? Alles klar, Cowgirl. Hier kommt der Hafen von Propast. War mir eine Freude, dir an diesem wunderschönen Tag einen Dienst zu erweisen, Baby. Ups. Sie sind mir im Weg. Er ist warm und kribbelig. Komisch. Zeit aufzuwachen. Die Leute vom Ei sind überall. So viele von ihnen habe ich noch nie auf den Straßen gesehen. Everything just seems so banal, but there's no need to stay up and ponder. Get out there before it's all gone. I know it's not that easy. Such a mindfuck, oh believe me, I'm trying. Der Kollaps, 8. August 2209, der Tag, an dem alles zum Teufel ging. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Es war ein beängstigender Tag. Ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen. Sie bekommt ja viel mehr da ab. Aber Ribas verbiegt sich nicht. Ich glaube, ich wähle diesmal das Manifest. Die Marxisten? Ohne Scheiß? Ja, was ist denn die Alternative? Konstantin Wolf? Naja, es gibt noch Ominska. Die ist schwach und dreht ihr Fähnchen immer nach dem vorherrschenden Wind. Ich bleibe bei der Allianz. Den Blauen? Mit ihrem Grosskotz? Haha, witzig. Was ist an Dieter Gross und der Allianz verkehrt? Lieber ein bekanntes Übel als ein unbekanntes.
Vault-Hack. Vault-Hack. This leads straight back to MTI in Newport. But that's where it stops, and I can't... Die Hand kam früher alle paar Wochen raus, aber in letzter Zeit sind mehr Vollzeitmitarbeiter dazugekommen und sie haben auf einen täglichen Feed umgestellt. Risa hat in Sully einen tollen Freund und einen genialen Redakteur. Und ich hätte ohne seine Schulter zum Ausholen keinen Monat durchgestanden. Sully ist der Beste. Mein Freund, der hart daran arbeitet, die Welt zu retten, mit einer Geschichte nach der anderen. Wie geht's? Na, stürzt du Regierungen und deckst Konzernverschwörungen auf? Tagtäglich. Wie war, du weißt schon was? Die Therapiesitzung? Hat gesessen, schätze ich. Schätzt du? Ich wünschte, wir würden uns das mit der Psychotherapie für später aufsparen. Aber ich weiß, dass er es gut meint. Aber ich bin nicht in der Stimmung für noch mehr Psychotherapie. Ich wünschte... Dr. Roman ist wirklich gut. Es ist nur... Ich weiß nicht, ob es was hilft. Ich erinnere mich an nichts. Aber es wird leichter. Leichter? Klar. Und früher oder später werde ich mich erinnern. An manches. Alles. Also, du arbeitest. Woran gerade? An mehreren Dingen. Vor allem diese brutalen Einsätze. Es kursiert jede Menge Zeug darüber, dass Syndikat würde Teile der Metro schließen, Identitätskontrollen ausweiten, bei Newsfeeds Razzien veranstalten. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Und das liebst du? Das würde ich nicht sagen, aber es ist aufregend. Wir können etwas bewirken. Oh, ich bete, dass sie es mit einer Razzia bei der Hand versuchen. Sully bereitet schon die Gerichtsklagen vor. Wir verklagen sie wegen emotionaler Traumatisierung, unrechtmäßigen Eindringens, Sachbeschädigung und Behinderung der Pressefreiheit auf 300 Millionen Yuan. Er freut sich drauf. Das tue ich wirklich. Sollen sie nur kommen. Bist du auf dem Weg ins Labor? Willst du mich schon loswerden? Ich bringe dir das Mittagessen. Käsesuppe, wie üblich. Ich verzeihe dir. Du kannst bleiben, aber wir können nicht reden. Ich muss die Story fertig kriegen. Über die brutalen Einsätze? Nein, den neuen Softdrink Bingo Dreamer. Anscheinend haben sie bei der IBL-Freigabe im Schnellverfahren ein paar Stufen übersprungen. Manche Kunden meinten, den Bingo-Dingo zu sehen, nachdem sie eine Dose getrunken hatten. Wir schaffen es vermutlich, dass das Zeug aus den Automaten verschwindet. Das ist mein Freund. Er reißt heldenhaft Brause aus den Regalen. Ich bin ein moderner Gilgamesch und rette die Welt vor halluzinogenem Zuckerwasser. Danke fürs Essen. Das war lieb von dir. Ich schätze, ich mache dann das Abendessen. Du schätzt richtig, Siomal. Ach, ich werde spät nach Hause kommen. Ich mache Wahlkampf. Irgendwelche besonderen Wünsche? Nichts Schweres. Sind die Membranen repariert worden? Ich habe im Gebäudenetz angefragt, aber keine Antwort. Sei bereit für das Schlimmste. Ich kann nicht glauben, dass wir in einer Wohnung ohne Klimaanlage leben. Sobald ich mehr verdiene, ziehen wir aus. Ich will Propass nicht verlassen. Nein, die Gegend gefällt mir. Aber ein modernes Gebäude wäre schön. Nichts mehr mit strahlend wohnen im Sonnenscheinplaza von Original Consumer Goods. Sei's drum. Hier, das Mittagessen. Ich muss weg. Viel Spaß im Labor. Grüßt du mir bitte das, Mauerblümchen? Ada? Ada. Komm schon. Sie ist die Beste. Sie ist witzig. Sobald man sie kennengelernt hat. Witzig. Sie ist so klug und eine wirklich nette Person. Klar, eine nette Person. Ja, das stimmt. Nett. Und ich werde sie bald zu uns einladen. Und du wirst nett sein. Ich werde nett sein. Und wir werden Spaß haben. Wenn das nicht mein verrücktes Lieblingsfeentraumgirl ist. Sully ist echt süß. Ich weiß, dass er mich mag. Und er hat immer so eine fluffig-freundliche Art. Ich liebe ihn.
Sully stellt mich gern auf die Probe. Er weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Aber ich gebe ihm ordentlich raus. Ist das alles, was du siehst? Ein wandelndes Klischee? Och, das tut weh, Mann. Ich sehe eine potenziell sehr furchteinflößende Person. Ich bin ein furchteinflößendes, verrücktes Feentraumgirl? Was soll ich sagen? Du sprengst Klischees. Ja klar, du mich auch. Siehst übrigens furchtbar aus. Was war denn? Eine Hochzeit. Endlich. Wer ist die Glückliche? Du weißt, ich habe nur Augen für dich. Mach Schluss mit dem Versager, den du Freund nennst, und lass uns den nächsten Zug nach Kopenhagen nehmen. Ich versuche ihn mit meiner Kochkunst langsam zu vergiften. Kann noch ein paar Monate dauern. Wie war die Hochzeit? Furchtbar. Mir geht's beschissen. Eine polnische Hochzeit. Mit unbegrenztem Nachschub an polnischem Wodka. Das klingt wirklich furchtbar. Ich vermute, du warst noch nie auf einer polnischen Hochzeit. Es war fantastisch. Eine Katastrophe. Es hatte alles Gute und Schlechte auf einmal. Und kaum hatten Braut und Bräutigam aufgehört, einander anzuschreien, wurde es unglaublich romantisch. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich geheult habe. Wie war Triest? Echt gut. Ich meine, es ist Triest, nicht die Goldküste. Aber es war schön, mal aus der Stadt rauszukommen. Wusstest du, dass es da oben tatsächlich eine Sonne gibt? Urbane Legende. Die Sonne ist eine Lüge, daran glaube ich keine Sekunde. Außerdem würde meine Haut vermutlich zu Asche zerfallen, wenn sie UV-Strahlung ausgesetzt wäre. Man merkt, du kommst aus Propast, Sully. Konstantinopel. Aber dicht dran. Eine Insulanerin hat von der Geografie Europas natürlich keine Ahnung. In Indien geboren, mein halbes Leben in Afrika verbracht. Wer behält da noch den Überblick? Ich sag nur, wer wie eine Insulanerin redet und hinter Insulanermauern wohnt, muss mit Vorbehalten gegen Insulaner klarkommen. Alle reden heute von den brutalen Einsätzen. Wenn jemand weiß, was da los ist, dann Sully. Es ist ihm wichtig, immer topaktuell informiert zu sein. Ich würde liebend gern noch mit Sully quatschen, aber dann geht das ewig so weiter und ich sollte mal los. Alle reden. Was ist das mit diesen brutalen Ei-Einsätzen, von denen alle ständig reden? Ach, oh Mann, diese Betonköpfe. Das ist total hinterhältig. Ein bisschen hier, ein bisschen da und plötzlich ist Propast ein Bocking Gulag. Aber warum tun sie das? Wer weiß, es ist schließlich das Syndikat. Sowas Banales wie Gründe brauchen die nicht. Die wollen die Leute von der Straße weghaben, angedockt an ihre Dream Machines. Glaubst du, das hat was damit zu tun? Ja, nein, vielleicht. Kohle regiert die Welt. Und mit den Dream Machines hat man eine Lizenz, welche zu drucken. Es wäre naiv anzunehmen, dass da keine Verbindung besteht. Die Wattycorp hat großen Einfluss auf das Syndikat. Aber wir werden's sicher rausfinden. Wenn dein Süßer die Sache mit dem geisterhaften Bingo-Dingo untersucht hat, wird er drauf angesetzt. Diese Story wird viele Leute sehr wütend machen. Und das wird Sully sehr, sehr glücklich machen. Machen sie dir dann nicht einfach den Laden dicht? Pah, das sollen die mal versuchen. Die Zukunft ist auf unserer Seite. Und sobald ich meinen Pulitzer gewonnen habe, schleppe ich dich ab in ein besseres Leben, Baby. Nach Kopenhagen, stimmt's? Nein, nur um uns den Trauschein zu holen. Dann gehen wir nach Overbücke in meine Datscha und leben wie Wilde am Strand. Klingt gut. Ich komme darauf zurück, wenn ich mich um du weißt schon wen gekümmert habe. Das habe ich gehört. Welchen Teil? Alle Teile. Na und? Du mampfst mein Essen trotzdem, selbst wenn es vergiftet ist. Essen ist Essen. Ich habe euch zwei lang genug abgelenkt. Wann kommst du mal zum Abendessen vorbei, Sully? Wann kocht denn dein Kerl mal wieder? Fies, aber verdient. Besuch uns bald. Vielleicht finden wir sogar ein Dinner-Date für dich. An dich kommt keine Frau heran. Aber ich will nicht wählerisch sein. Mach's gut, Zoe. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Registered trademark of the Revolutionary Church Holding. Wir
Wisst ihr, sie bekommt ja viel mehr da ab. Aber Rivas verbiegt sich nicht. Ich glaube, ich will dich mal. I don't even know where to start. I'm just a guy with guitar. Warum draußen sein, wenn sie doch drinnen eine unendliche Auswahl erfolgen haben? Das Leben schlaucht, der Alltag ist ein... Lass, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Sehr aufmunternd. Kaffee, 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 Kaffee. Wolf und Ominska machen's unter sich aus, oder? Gross und Rivas sind weit abgeschlagen. Holen Sie sich das frische Leben mit dem neuen Bingo Dreamer. Gestern hatte ich die geilste Dreamtime. Was hast du gemacht? Unverschämt. Genau das ist der Grund, warum ich keine Dream Machine benutze und warum ich sie für so gefährlich halte. Ich weiß nicht. Ich stehe nicht auf dieses ganze Revier-Couture-Zeug. Ich träume meine eigenen Träume. Oder hol mir einen Jeep. Da hören Sie sich meine Ware ruhig an. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Und was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich Vorsicht. Jetzt machen soll. Jetzt scheiß auf die Karriere, den Wahlkampf und meinen Freund. Jetzt ist Partyzeit für Zoe. Nein.
Die Uminska-Plakate fallen sofort ins Auge. Sie kommt als Anführerin gut rüber. Deswegen unterstütze ich sie. Schätze ich. Und auch wegen Barutis Leidenschaft. Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen wegen Frieda. Sie hängt ständig am Dreamer. Was? Wachen Sie auf! Shalom! Kann ich Ihnen bei Ihrer... Immer so in Eile. Unser Wahlkampfbüro. Es ist ein Rattenloch, aber Baruti hat es zu einem durchaus vorzeigbaren Rattenloch gemacht. Unser Wahlkampfbüro. Es ist ein Rattenloch, aber Baruti hat es zu einem durchaus vorzeigbaren Rattenloch gemacht. Hallöchen, Sie haben's doch nicht eilig, und Shalom, leben Sie wohl. Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen wegen Frieda. Sie hängt ständig am Dreamer. Was brauchen wir jetzt? Sie sind mir im Weg. Du siehst aus, Attackchen, Partner. Wohin soll's denn heute gehen? Unser Labor ist direkt oberhalb der Metrostation von Propast, auf der oberen Ebene. Ich weiß nicht mal, ob... Kannst du mir zeigen, wie ich in den erhöhten Bereich oberhalb von Kaprova komme? Kein Problem, Hübsche. In welches Gebiet möchtest du denn heute? In die Sackgasse, direkt über der Metrostation. Also gut, ist überhaupt kein Problem. Gibt da zwar nichts, was einen Besuch lohnenswert machen würde, es sei denn, dir gefällt die Aussicht. Aber bitte sehr, Schätzchen. Du kannst gern jederzeit wiederkommen, hörst du? Schon zu spät. Unser anonymes kleines Labor. Hier werde ich im Laufe des kommenden Jahres viele...
Ich habe übers Wochenende eine neue Version der Algen synthetisiert. Auf der Grundlage unserer Planung von letzter Woche. Sie hält sich wirklich sehr stabil. Oh, das ist... Guten Morgen, Ada. Ja, guten Morgen. Sieh dir die Algen an. Ich glaube, das wird dich freuen. Also, wie war dein Wochenende? Wochenende? Ah, richtig, das Wochenende. Ich war hier. Natürlich warst du das. Ich betrachte es als meine Mission, Ada rudimentäre Smalltalk-Kenntnisse zu vermitteln. So leicht kommt sie nicht davon. Ich setze meine subtile Überredungskunst ein. Oder nein, ich piesacke sie bis zur Unterwerfung. Genau, so mache ich das. Sie mag ein hoffnungsloser Fall sein, trotzdem gebe ich nicht auf. Fürs Erste zwar schon, aber auf lange Sicht? Ich werde ihr die Kunst der belanglosen Konversation beibringen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wie war dein Wochenende, Zoe? Es war sehr schön, danke der Nachfrage, Ada. Triest. Ja. Und? Es war sehr schön. Allahu Akbar. Gut gemacht. Wenn wir mit dem Smalltalk fertig sind, sind wir mit dem Smalltalk fertig? Klar, warum nicht? Danke. Schaust du jetzt bitte mal?